Willkommen zurück bei einer neuen Folge Panzerkorps. Wir sind in Poznan 45 zurück in Polen und es ist eine eher kürzere Mission anscheinend. Wir haben nur 16 Runden Zeit. Wir lesen uns die Missionsbeschreibung durch. It seems that we've rejoined our lines just in time, General. There is a crisis that already needs our attention. Intelligence has uncovered details that the Soviet forces are beginning a new offensive, clearly aimed at moving the front line from the Vistula River all the way to the Oder River. Unfortunately, our intelligence units have already been overrun and now are trapped behind enemy lines and you must rescue them. Your objective is to find all three auxiliary recon units and escort them to Sector C evaluation zones. As far as we can tell, all three of our advanced units went to ground when the Soviet units began the offensive and are now caught behind enemy lines. To retrieve our lost units, you must punch through the Soviet front lines, recapture all victory hexes on the Vistula River and clear the immediate vicinity around them of enemy units. Once this is done, we'll transmit a special code for our operations to come out of hiding, but be warned that they may require some assistance and fuel before they can be sent to our evacuation zone. So be ready to defend them if necessary. Once you have found all officers, I would advise you to begin fighting withdrawal back towards Poznan, as a much more powerful secondary and third wave of Soviet troops are expected to arrive in the area and we are going to need you to preserve your strengths for future battles. Okay, also wir sollten alle drei von den Zusatzeinheiten Recon Officers in die Sea Escape Zone und sie für eine Runde verteidigen. Okay, das ist vielleicht noch ein wichtiges Detail. Und Marginal Victory wäre mindestens vier Objectives halten. Wir dürfen verlieren, also das wäre kein Ding. Hier ist die Escape Zone C. Also ganz links unten. Okay. Und das ist der Vistula River, von dem gesprochen wurde. Also wir müssen, ja, so wie es aussieht, vier Victory Hexes einnehmen. Die vier. Und die sind nicht so weit entfernt. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich das hier am weitesten entfernt ist, weil ich denke mal, hier werden wir mit einer Zangenbewegung einiges an Widerstand haben und dann haben wir die Flanken, die beiden Dinge einnehmen und die Mitte geht dann hier hin. Wir schnappen uns die Dinge und ziehen uns zurück, bevor wahrscheinlich es hier eine Counter-Attack-Gruppe und vielleicht hier unten ebenfalls. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, das mittlere als letztes einzunehmen. Und das hier als erstes, damit der sich schon mal zurückziehen kann. Wobei, wahrscheinlich kommen die erst raus, wenn wir alle eingenommen haben. Von dem her, ja, die Theorie macht wahrscheinlich nicht unbedingt Sinn. Wir wissen nicht genau, was wir an gegnerischen Lufteinheiten erwarten müssen. Aber fangen wir mal an, unsere Leute aufzustellen. So. Die gehen vorne hin. Dann. Du hast 3 Movement plus. Ne, Moment mal. Okay. Das war die falsche Einheit. Die will ich hier haben. Die hat plus 1 Movement. 1, 2, 3, 4. Das sollte okay sein. Dann werden wir noch die schwächere von denen hier hin packen. Wir werden. Was haben wir? Du hast. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch plus 1 Movement, aber ich bin mir nicht sicher. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5. Okay, du kommst so oder so nicht dran. Dann würde ich sagen. Packen wir euch zwei dahin. Man könnte, ich weiß nicht, ob es hier Gegner gibt, die eine Counter-Offensive machen könnten. Aber das ist definitiv etwas, was wir ausprobieren könnten.
Wir werden Gustav hier hinten irgendwo positionieren. Spielt nicht so wahnsinnig eine Rolle. Ich vermute, wir haben First Strike. Ich bin mir nicht sicher. Es wäre eigentlich nur wichtig, dass das jeweils mit angegeben werden würde. Okay, dann machen wir euch drei. Dann könnt ihr sowohl die beiden Ziele angreifen. Wir werden auch den Wurfrahmen vermute mal, es ist besser, den hier hinzupacken, also tendenziell eher auf diese Seite zu bringen. Ich bin mir aber noch nicht ganz so wirklich sicher, wie wir das am besten anstellen. Dann die bessere Artillerie auf jeden Fall hier. Dazu werden wir auf jeden Fall noch dich mit dazu bringen. Dann 1, 2. Dann ein paar Panzer. Du da, der Jagdpanther. Ich denke, hier ist wahrscheinlich relativ viel los. Da werden wir unsere Kräfte konzentrieren. So, du kommst mit oben hin. Bei dir spielt es nicht so eine Rolle. So, Tiger, einer da. Nehmen wir mit mal. Da nehmen wir den Dicken. Dann Tiger hier. Wir werden einen der Spotter. Den werden wir hier oben hinpacken. Den anderen Spotter, der kommt hier in die Mitte. Hier oben haben wir zwei Panzer, das ist ein bisschen wenig. Ich habe das Gefühl, zwar hier haben wir genügend Einheiten bereits. Ich weiß nicht genau, mit wie viel Widerstand wir da rechnen müssen. Ich werde hier oben noch ein bisschen verstärken. Ich will nicht zu wenig Einheiten haben. So, das wären mal die Haupteinheiten. Dann werden wir Flugzeuge aufstellen. Wie gesagt, ich rechne mit eigenen Panzern hier in der Mitte vor allen Dingen. Primär. Das heißt, Flugzeuge hier, da, Moment, nein, das war falsch. Da, du da. So, dann machen wir einen Bomber hier oben. Einer von euch kommt hier hin. Der ist falsch. Wobei, der hat schon 15. Ist okay. Er ist schon auf 15. Ist wahrscheinlich eher suboptimal, dass wir den verwenden. Prestigetechnisch sind wir auch ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Das ist sehr schön. So, dann nehmen wir noch einen 14er von euch mit. Du kommst auch mit dazu. Plus, wir werden auf jeden Fall zwei Level-Bomber mitnehmen. So, jetzt haben wir noch drei Slots. Ich denke, wir nehmen noch einen Level-Bomber mit. Und jetzt haben wir zwei weitere Slots. Ist jetzt die Frage, wollen wir die Kratschützen noch versuchen zu leveln? Macht das tatsächlich Sinn? Wir sollten den 12er Fighter mitnehmen. Zwei da oben. Zwei Fighter da. Wir nehmen den 12er Fighter mit und wir nehmen, ich denke mal, aus Mangel an Alternativen die Kratschützen hier noch mit. Ne? Vielleicht können wir hier unten noch was einnehmen. Schauen wir mal. Okay, auf geht's. Okay, wir haben tatsächlich First Strike. Gut. Und ja, hier sind die Panzer tatsächlich in der Mitte. Es ist ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe.
auf den ersten Blick. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier auch noch gegnerische Lufteinheiten antreffen werden. Müssen wir mal schauen. Und keine Anti-Tank da oben. Okay, wie dem auch sei. Zuallererst werden wir uns mal... Okay, hier sind einige. Wir haben keine Anti-Air-Guns hier. Das ist schon mal gut. So, du wirst hier nach unten kommen müssen. Okay, wir haben hier oben eine Anti-Air-Gun. Die hat aber nur eine Reichweite von 2. Trifft den also nicht. Okay, guter erster Hit. Den hätten wir fast erledigt. Okay, minus 6, der wäre weg. So, dann als nächstes. Wie weit kommst du? Weit genug. Okay, ich denke, wir wollen die hier bomben. Deswegen machen wir das mal so. Und das ist ein One-Shot. Okay. Ich wollte nicht auf die Panzer gehen, weil wir da mit unseren regulären Bombern drauf wollen. So, du bombst mal den hier. Ups, das war der falsche. Damn it. Ich sehe das teilweise nicht. Ah, das war dumm. Das war saumäßig dumm. Okay, wir haben einige üble Panzer hier. Die ich so gar nicht mag. Dann gehst du auf den hier. Ah, den könnte man auch bomben. Ich weiß nicht, ob wir das tun wollen. Oh, hier ist noch eine Artillerie. Dang it. Müssen wir eventuell mit dem hier machen. Mal schauen. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt notwendig. Das Ding ist auch, wir erinnern uns an der letzten Mission. Die Dinge sind brandgefährlich. Zumindest wenn man Panzer daneben hat. Okay, gut. Dann sind die hier noch so ein bisschen ein Problem. Und das Problem ist, wenn ich den angreife, dann wird der zurückschießen. Also müssen wir den versuchen, außer Gefecht zu setzen. Ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, noch mit der Artillerie drauf zu schießen. Gut. Dann... bringen wir dich da runter. Und er ist gut suppressed. Sollte sich verziehen. Okay, fantastisch. Das hier ist ein Hügelfeld. Das ist... Moment, das ist, glaube ich, eine Artillerie. Die aber momentan im Anti-Tank-Mode ist. Dasselbe gilt für das Ding hier. Müssen gucken, wie wir uns hier genau positionieren. Ich denke, wir machen
das Ding mal weg. Und ihr geht... Ah, Moment mal. Ihr müsst auf jeden Fall da weg. Okay, ihr könnt nicht woanders hin, wenn ich euch da hinschiebe. Passt. Ein bisschen Glück, aber das ist XP für euch. So, dann zieht ihr euch eins zurück. Du gehst hier hin, beschützt den Panzer und die hier. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier tatsächlich ein Angriff kommt. So, dann haben wir eine Anti-Tank-Gun hier. Und zwar eine ordentliche. Ah, der ist nicht... Ich weiß nicht, ob ich den... anschießen möchte. Das Problem ist, der flankiert uns sonst so ein bisschen. Was ich lieber nicht möchte. Und du gehst hier unten hin. Damit das Ding nicht an dich rankommt. Okay, der hat sich erstmal verzogen, das ist gut. So, die zwei müssen sich dann irgendwie ein bisschen zurückziehen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie. Dich lasse ich mal noch, der ist momentan keine Gefahr. Kümmern wir uns zuallererst mal um die Gruppe hier. Der steht so schön im Waldgebiet. Den könnte man relativ einfach wegkriegen. 9%. Okay, guter Schuss. Greift nicht mehr zurück an. Okay, wir haben noch ein paar Flugzeuge. Ups. Das war unvorteilhaft. Dang it, und ich habe keinen weiteren Fighter mehr, oder? Eigentlich war es zu erwarten gewesen, dass hier noch einer ist, aber was will man tun? Du hast 3. Ich denke, ich verwende dich hierfür. Okay, gar nicht schlecht. Dann... Okay, das wäre schon mal gut. Der könnte auch ein Problem werden. Der ist relativ stark. So, der hat nichts mehr. So, das Ding wäre weg, weil wir müssen ein bisschen... Ich will nicht, dass sie hier oben an unsere Artillerie rankommen. Das wäre eher unschön. Ja, du kannst nicht so viel machen, außer wir beschützen dich. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Okay. Die sind auf jeden Fall alle ziemlich gefährlich. Ich muss mir genau überlegen, wie wir das spielen. Wie wir das machen. Weil das Problem ist, ich will den eigentlich nicht auf offenem Felde stehen lassen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, damit wir irgendwas angreifen können. Von dem her gehen wir wahrscheinlich hier hin. Machen den hier weg. Und dann müssen wir uns definitiv um den hier kümmern. Und der Rest...
Okay, das war... Reicht das? 14%, okay, das... soll mir reichen. So, der ist weg. Das heißt, wir müssen jetzt... eigentlich nur noch... Warum zur Hölle kann der so weit... kann der so zurückschießen? Das ist... das ist ungeil. Okay, ich gehe mit dir mal hier. 12%. Okay, komm, was soll's. 12% ist nix. So, und damit kannst du... hierhin. Das sind auch nochmal 12%. Ich weiß nicht, warum der... warum zur Hölle hat der 12%? Das erschließt sich mir nicht so wirklich. Vielleicht hätten wir hiermit was machen sollen. Okay, dann. Der kann, die können beide entweder auf diese Felder gehen, alles andere, überall sonst haben wir Zone of Control. Okay, das war jetzt nicht sonderlich prickelnd. Dann bringe ich euch hier hin, damit wir hier auch überall Zone of Control haben. Und mit dem kann ich jetzt nicht mehr wirklich viel tun, oder? Wobei, wir haben den jetzt echt gut suppressed bekommen. Das wäre eine 13-0. Okay, nehmen wir... und tschüss. Ein Avenir. So, du könntest noch nach oben gehen. Ich denke, das macht Sinn. Du gehst hier hin, weil der könnte theoretisch hier runterkommen. Fantastisch. Dann haben wir da einen One-Shot. Und hier dürfen wir nicht hin, weil, wie gesagt, der kann sonst da hoch. Ich denke, das ist in Ordnung. Für dich habe ich nicht so wirklich einen Move. Wenn ich ehrlich sein muss. Ich denke, ich bringe dich so ein bisschen irgendwie in die Mitte, dass wir dich, wo auch immer du dann gebraucht wirst, einsetzen können. Du bist relativ sicher da. Haben wir noch Gustav? Ist jetzt die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der gefährlich ist. Dass mir der gefährlich wird. Das heißt, wir werden mit Gustav was anderes tun. Wir kommen wahrscheinlich hier runter. Der könnte ein Problem darstellen. Die beiden könnten sich zur Artillerie aufhäufen. Oder wir gehen einfach auf die Anti-Air-Gun. Oder wir machen den hier weg. Weil ich meine, wir haben zwar, wenn der die hier angreift, haben wir wahrscheinlich trotzdem ein Problem. Ich denke, auf die starken Einheiten zu gehen, ist eigentlich nie falsch. So.
Mit dir weiß ich noch nicht genau, was ich tun möchte. Du bist gerade ein bisschen auf verlorenem Posten da. Wie dem auch sei. Hier nach vorne gehen wir nicht, bevor die Artillerie nicht weiter unten ist. Und das liegt in der Runde nicht drin. Also versuchen wir, denke ich mal, in der Runde. 1, 2, 3. Ich denke, wir versuchen in der Runde die Stadt einzunehmen. So, du gehst mal dahin. Und er ist eigentlich gut suppressed. Fantastisch. Dann. Okay, wie weit kommt ihr? 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5. Ich glaube, bis hierhin kommt er nicht. Hoffe ich zumindest. Okay, der wäre platt. Wir können vielleicht zur Sicherheit noch. Einen Panzer vorwärts bringen. Okay. Das Ding war gefährlich. Das ist, wir wollen mit den Panzern nicht direkt hier hingehen. Wir bleiben ein bisschen zurück. Okay, du gehst dahin, einfach zur Sicherheit. Aufs Waldfeld zu gehen, wäre sowieso keine gute Idee. Was wir machen könnten, wäre die Artillerie als Support hinbringen. Das wäre unter Umständen eine Möglichkeit, mit der ich durchaus leben könnte. Dass wir sagen, wir bringen dich hier hin. Wir bringen dich hier hin. Und die Artillerie 1 weiter hinten. Okay, da haben wir auch noch einen 15er. Der hat 2, 4. Okay, der sollte eigentlich auch nicht dahin kommen. Ja, ich wusste, dass das passieren wird. Ah, damit, da ist noch eine Flugabwehr. Okay, die sollte aber noch ein bisschen eigentlich weit genug weg sein. 9-0. 24. Ah, das ist ein bisschen viel. 44. Okay, komm, was soll's. Okay, der hat nicht mal mehr Munition. Tschüss. Das ist, wenn das Ding sich jetzt entscheiden sollte, einen Panzer anzugreifen, dann haben wir zumindest haben wir zumindest die Artillerie, die uns beschützt. Das ist keine gute Idee. Okay, ich denke, wir bleiben so. Was mache ich mit dir? Wir wissen es nicht. Einfach nach vorne bringen. Es kann eigentlich nichts durchkommen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ansonsten sind wir wahrscheinlich mit allen Einheiten durch und gucken, was der Gegner macht. Okay. Oh, du Schwein. Yikes. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit noch direkt wieder einer Welle Flugzeugen gerechnet. Ja, die stellen sich tatsächlich auf. Okay, das ist in Ordnung. Die haben sowieso keinen. Ah, damit, jetzt geht er hier runter. Nächste Runde ist das Wetter schlecht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Break und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode hier wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.